Verschmäht ihr mich? Kann's sein, dass ich daran sterb. Doch nehmt ihr mich? Seid ihr's, die alles erbt. Um was es geht? Es geht darum, dass der Cyrano de Bergerac sich in seine Cousine verliebt. Aber durch das, dass er so eine große Nase hat und kein Selbstbewusstsein, sich einfach das nicht traut, ihr zu sagen. Und dann einen Freund oder ein Kadett von ihm, dem praktisch immer einflüstert, was der zu ihr sagen soll. Und die Roxane verliebt sich eigentlich in die Gedanken und in den Charakter vom Cyrano, denkt aber, es ist der Christian, der ihr das alles sagt. Ich bin der Graf de Guiche, das ist so ein gockeliger Macho aus dem 17. Jahrhundert, der eigentlich denkt, dass die, ganz klar, dass die Roxane auf ihn stehen muss und er will die haben, aber kapiert es eigentlich nicht, dass sie ihn gar nicht will. Und die Roxane treibt auch so ein bisschen ihre Spielchen. Ja, ganz normal nicht, aber ich mag es total gern. Also wenn man so, man kann ja einfach so wissen, schon die Körperlichkeit anders. Man hat schwere Stiefel an, man hat ein Schwert so umhängen und es ist so, ja, schön einfach. Ich spiele in dem Stück den Grafen de Guiche. Dann einen Duäner, einen betrunkenen Dichter, der auch nur einen Satz hat, einen Priester und einen Kadetten. Oh je, es sind ungefähr 10 insgesamt. Immer so Kleinstrollen auch mit dazu, aber ja, ungefähr. Man kann es gut ab 12 ansehen und nach oben hin würde ich sagen, es ist eigentlich keine Grenze. Das ist ein wunderschönes Stück über Liebe und es geht einem ins Herz, es gibt was zu lachen. Mir gefällt es sehr gut.